Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Friedfische. Es ist ja noch, wie ihr seht, Frühjahr, also schon Zeit für uns. Wenn ihr das seht, ist zwar schon Sommer, aber für uns noch nicht ganz. Das heißt, die Raubfische haben noch ihre Ruhe, die Friedfische aber nicht. Heute angeln wir mal mit der Pose, machen einen kleinen Futterplatz, ganz dezenten, ist ja noch kalt, und schauen mal, wie die Fische auf dem Futterplatz reagieren. Ehrlich gesagt, wir sind an einem Maar, an dem wir noch nie geangelt haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier drin schwimmt. Bin selbst ein bisschen gespannt, was da so unten rum paddelt. Vor allem aber, wie die Fische auf dem Futterplatz reagieren, was sie da unten dann so machen. Ja, das Setup für Unterwasser kommt gleich. Noch bin ich ein bisschen dabei, den Angelplatz auszuloten und ein bisschen zu schauen, wo genau ich angeln möchte und wie die Struktur da so aussieht. Meine Idee wäre da vor diesem Busch. Ich habe gerade so ein paar Würfchen schon in die Richtung gemacht und ausgelotet. Die Pose, guck mal. Ey, da war schon ein Biss. Ich wollte eigentlich jetzt ausloten. Mal zeigen, wo wir angeln. Ging die Pose schon los. Also die Idee ist jetzt eigentlich, dass wir die Kamera da reinbringen, ein bisschen anfüttern und dann die Pose reinbringen, um zu schauen, was unter Wasser passiert. Jetzt die Frage. Renne ich jetzt da rein und platziere da eine Unterwasserkamera oder fange ich jetzt erstmal einen Fisch? Ich glaube, ich fange jetzt den Fisch. Wie gesagt, das ist interessant, weil hier ist so ein Flachwassergebiet. Eigentlich ist das alles tief am Ufer. Hier ist aber relativ weit flach raus bis zu diesem Busch da. Und dahinter geht die Kante, die fällt dann so ab nach hinten. Und anscheinend stehen da schon Fische dran, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Da ist ein Biss. Hast du gesehen? Da. Okay, wir haben Fisch. Gucken wir mal. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hier gibt's Grundeln. Leute. Hier gibt's Grundeln. Ey. Das ist ein Maar. Dieses Maar hat also im geringsten gar keine Verbindung zu irgendeinem Fluss oder irgendwas. Was macht diese Grundel hier? What? Wie kommt der denn hier rein, der Kollege? Na gut, dann wissen wir auch, wer schon mal zu Hause ist. Grundeln gibt es auf der ganzen Welt offensichtlich. Ich schnappe mir gleich die Warthose, dann, das ist meine Kamerakonstruktion und das bringe ich da rein. Futtersieb dabei. Okay, so ein bisschen Futter haben wir jetzt fertig. Ich bin ja ein Halbexperte in solchen Sachen. Ich weiß, bisher muss das noch ziehen, damit sich hier das alles so ein bisschen durchfeuchtet. Trocknet meist noch nach. Deswegen warten wir einen Augenblick, dann mache ich schon mal die Kamera scharf. Alles zusammen trage ich dann gleich da raus. Gut, also. So, dann ist ja die goldene Frage, wie tief kriege ich das rein und wie muss der Winkel sein, ne? Ich schätze mal, ja, relativ steil. Ne? So, ist ja auch ein Weitwinkel, ne? Und wenn ich dann so, wenn ich so einen Meter weg von der Route angel, gut zumachen, meinst du? Und auch anmachen, nicht auf Standby, ne?
So, und dann kann ich ja auch noch, wenn es da tiefer sein sollte, hier ein Teil rausnehmen von der Stippe. Das war meine Idee. So. Mal gleich machen. So. Falls das bis hier im Wasser verschwindet, dann sehe ich noch, wo ich da angeln muss, ne? Da fragt man sich ja auch, was macht man da eigentlich, ne? Das ist wieder so ein Moment. Okay, also. Okay, also Kamera guckt gerade raus zum See. Kamera filmt. Bisschen Futter liegt da. Ja, jetzt warten wir mal, gucken wir, ob was passiert. Ne? Geh mal vorsichtig wieder raus. Nicht zu viel Unruhe zu machen. Good. Noch während einzelne Futterpartikel absinken, tauchen schon die ersten Grundeln auf. Leider ein paar mehr, als es mir lieb wäre. Und sie fangen sogar an, den Mais zu fressen. Unten sieht man jetzt eine Grundel, die süße Körner bevorzugt. Unglaublich. Der Futterplatz ist fertig angelegt, sogar vom Ufer aus zu erkennen. Und dann wird es auch schon Zeit, die Angeln fertig zu machen. Kamera ist positioniert, zeigt genau drauf. Da sollten noch ein paar Friedfische auftauchen, hoffentlich. Hier sieht man jetzt meine Montage zu Boden trudeln, zumindest das Blei ganz kurz. Und es sind auch schon erste Fische auf dem Futterplatz. Allerdings schwimmen die Rotaugen und Rotfedern gemischt eher durch, als dass sie wirklich was fressen. Das ist schon neu ausgeworfen eben. Das Maiskorn war noch komplett intakt. Also jemand hat das komisch. Also, Grundeln fressen offensichtlich auch Mais. Leider. Schön. Freue mich. Freue mich auch, dass es hier so viele gibt. Das ist ja genauso schlimm wie in der Mosel. Kurzer Zeit fangen auch die ersten Fische an, aktiv auf dem Futterplatz zu fressen. Man sieht hier unter einem Maiskorn, das angehoben wird, und auch Staubwolken. Irgendwo da drin ist auch mein Köder. Ich kann ihn selbst nicht sehen und anscheinend die Fische auch nicht. Deshalb macht es durchaus Sinn, ab und zu mal einen neuen Wurf zu platzieren, weil dann der Köder wieder neu absinkt. Das sollte doch klappen, dass jetzt ein Fisch den Köder findet, oder? Ja, Fisch. Aha. Also ich habe den ersten vernünftigen Fisch gefangen. Ein Rotauge. Mach mal die Hände unten nass am Kescher. So. So.
sich auch schon abgehakt. Ups. Ganz normales, schönes Rotauge. Bin ich mal gespannt. Die müssten ja eigentlich auf dem Futterplatz zu sehen sein. Und nicht nur die. Auf dem Futterplatz herrscht sogar reges Gewusel. In dieser Aufnahme haben wir ein bisschen vorgespult, damit man mal sieht, wie viele Fische da eigentlich rumschwimmen und vom Futter fressen. Das sind Rotfedern, Rotaugen, Güstern, Uckeleis, natürlich die Grundeln. Also es ist echt reger Betrieb hier auf dem Futterplatz. In dieser Aufnahme sieht man das Blei und im Anschluss auch das Maiskorn mit der Made zu Boden fallen. Und sofort ziehen und zupfen Fische an meinem Köder, jetzt seine Rotfeder. Die hat also alle Zeit der Welt, die Maden vom Haken zu fressen, das Maiskorn umher zu schubsen. Und an der Pose erkennt man nichts. Entsprechend habe ich natürlich auch nicht reagiert. Das ist kein Biss, den man anschlägt, den man überhaupt wirklich bemerkt. Es liegt an der Montage, dieser große Weckler nicht besonders sensibel war. Fischangeln. Also neuer Wurf, der Köder sinkt erneut ab und das ist immer eine gute Chance für einen Biss. Da kommt das Blei, da kommt der Köder und zack. Wer sich jetzt fragt, warum ich so schnell anschlage, ich erinnere mich noch gut dran, es war reines Glück, ich wollte eigentlich nur die Pose ein Stück versetzen. Eine Rotfeder. Eigentlich wollte ich die Pose ein bisschen dichter ranziehen zum Futterplatz. Und dabei hat die Rotfeder, muss ich mal, die Maden geschnappt. Ein bisschen mehr Sonne, die Fische scheinen etwas aktiver zu werden. War eigentlich klar, die Nächte sind noch kalt. Und schauen wir mal, ob wir im Verlauf des Tages hier ein bisschen mehr Aktivität so insgesamt noch erwirtschaften, auch größere Fische. Die Kamera, glaube ich, hat noch vielleicht eine halbe Stunde Akku, weiß nicht so genau. Dann müssen wir die sowieso mal tauschen und dann schauen wir erstmal ins Material und gucken, was wir dann als nächstes machen. Ob wir einen anderen Platz nehmen oder weitermachen oder ja, mal schauen. Dass ich mit der kaputten Polbrille überhaupt was gesehen habe, grenzt an ein Wunder. Aber dafür haben wir ja die Kamera. Es waren noch genug Fische auf dem Platz. Hier sieht man wieder die Maden abtrudeln und mehrere Fische, die daran Interesse haben, rumzupfen. Jetzt hat ihn einer geschnappt und den kann ich sauber haken. Und noch eine Rotfeder. Hier verharrt sich noch schnell die letzte Rotfeder, bevor der Akkuwechsel ansteht. Die Unterwasserkamera hält nämlich nicht allzu lange. Und wen sehen wir natürlich noch im letzten Moment? Auf dem Futterplatz ein Saibling kommt angeschossen. Dreht sich zu meinem Köder, schnappt den und schwimmt leider wieder weg. Das Problem hier war genau das gleiche wie bei den Rotfedern. Der Fisch kommt sehr schnell, interessiert sich irgendwie fürs Futter, aber nicht so richtig. Da sehen wir nochmal die Zeitlupe. Für die absinkenden Maden interessiert er sich ja, schubst sie einmal an und verschwindet wieder. Leider sieht man so einen Biss an der Pose nicht. Dann gehe ich mal auf meinen Futterplatz rumtrampeln. Hm? Die Kamera bergen. Grundel weggeflitzt. Oh. Kamera läuft noch, das ist gut. Futterplatz. Ja, bisschen aufgeräumt worden, aber es liegt nur ein bisschen Futter da und es liegen auch noch Maiskörner da. Also, ich glaube nicht, dass da sehr viele oder sehr große Fische waren hier. Gucken wir mal. Kurzes Zwischenupdate. Wir schauen jetzt mal, was die Kamera, die da steckte, gemacht hat. Weil, einfach um zu entscheiden, ob wir weitermachen oder nicht weitermachen. Naja, ihr seht ja die Live-Bilder, ne? Da bin ich jetzt mal
gerade ganz ehrlich. Durchgehend durchscrollen, ihr seht's ja. Also der Futterplatz ist voll mit Weißfischen. Granatenvoll. Da sind hunderte Rotfedern und Rotaugen. Und ich habe es geschafft, ein Rotauge und 3 oder 4 Rotfedern zu fangen. So wenig. Ja. Und das ist einfach hier, nur voll. Hier, das ist eine Gister oder eine kleine Brasse. Also es gibt noch ein paar andere Fische da zu holen. Birger, da musst du bitte noch mal nacharbeiten. Das war ein bisschen dünn, was du da geholt hast. Aber ich glaube, wenn man, du hast jetzt auf dem Boden geangelt, ja. Wenn du ein Stück über dem Boden angeln würdest, glaube ich, fängst du mehr, ja, Fische, weil es einfach so eine große Fläche an Futter ist und bis die Fische da deinen Hakenköder finden, ja, das dauert, glaube ich, eine Weile. Zumal die jetzt auch nicht super wild fressen, die schwimmen da einmal drüber und... Es ist halt klassisches, also Rotaugen, Rotfedern, die normal angel ich mit, da mit einer Posenrute, wo dann wirklich der Köder etwas über dem Boden ist, ne, schwebt, ja, so rumtreibt, das geht besser. Der liegt jetzt, meine Montage, da liegt er sehr hart auf dem Boden drauf. Das könnte ich jetzt nochmal ändern. Würde ich davon mehr fangen. Na, wir gucken mal, ob wir noch was Interessantes finden. Die neue Kamera ist auf unserem Futterplatz vor dem Busch wieder ausgerichtet. Und es gibt natürlich noch eine Handvoll Futter dazu. War ja schon ziemlich leer gefressen, der Platz. Gut, sieht jetzt nicht so professionell aus mit dem Futter, aber das möge man mir verzeihen. Ich bin jetzt nicht der größte Friedfischangler. Ich denke, es tut hier seinen Zweck. 7 wäre schön gewesen, weiß ich. Wir haben auf jeden Fall eine neue Strategie, weil wir uns die Aufnahmen hier angeschaut haben und die sieht so aus. Kleines bisschen umgebaut, die Pose ist die gleiche geblieben, aber ich habe ein leichteres Blei dran. Ich habe die vorher etwas überbleit, sodass dann das Blei definitiv auf dem Boden liegt und die Pose sich entsprechend dann schräg hinstellt, wie auch immer. Jetzt ist das so, dass die Pose das Blei tragen kann und entsprechend treibt. Also dann ist sie gleich bis hier im Wasser, das Blei schwebt und der Haken, der mit dem, ich habe auch einen kleineren Haken genommen mit der Made, kann dann ganz langsam runterfallen und wird wahrscheinlich kurz über dem Grund hängen bleiben. Also nicht wie eben auf dem Boden liegen, sondern ein bisschen drüber. Vielleicht gibt es dann mal mehr Bisse von, gehen wir von aus, gibt dann mehr Bisse von Rotfedern, Rotaugen. Das können wir mal einen Augenblick machen. Die andere Montage ist eigentlich etwas besser für größere Fische, also wenn Schleien oder sowas da sind, dass der Köder ruhig liegt, weil die nehmen das nicht so gerne aus dem Mittelwasser. Da haben wir jetzt keine gesehen auf den Aufnahmen eben, deswegen können wir das mal jetzt so machen. Ich habe das Gefühl, es sind doch größere Fische, da kann man ja noch mal umbauen, aber gucken wir mal. So. Kamera ziehen. Pose steht natürlich sofort, weil das jetzt nicht so weit durchläuft, aber jetzt sollten die Maden langsam runterfallen und über dem Futterteppich irgendwo so hängen bleiben. Hat natürlich zur Folge, dass die Pose auch treibt. Wenn jetzt ein bisschen Wind kommt, dann hält die ja nichts. Aber das macht ja gar nichts. Bei der neuen Montage hängt das Blei jetzt im Mittelwasser, kann man auch gut in der Bildmitte erkennen und die Maden sinken sehr langsam ab, kommt sofort ein Rotauge, nimmt das, schwimmt durch die Gegend und trotz schnellem Anhieb total ins Leere. Da war ein Biss, ja. So richtig versenzt. Nächster Wurf, neuer Versuch, da kommen wieder die Maden. Wieder sind schnell Rotaugen am Köder, zucken teilweise zurück, das ist erstaunlich, das hätte ich so nicht erwartet. Dann nimmt aber doch eine Rotfeder, glaube ich, hier den Köder, schwimmt auch wieder relativ lange damit umher, bis der Anhieb kommt, aber der sitzt dann. Ja, also manchmal sind solche Erkenntnisse ja tatsächlich wichtig. Oh, jetzt ist er ab, aber nicht schlimm. Funktioniert natürlich sofort. Also jetzt sinken die Maden eben ganz langsam in Richtung Futterplatz und die können den von oben besser wegnehmen. Und da ist jetzt Biss auf Biss dann. Cool. Das ist so witzig.
müssen wir ja eigentlich auch sehen können. Also bin ich jetzt mal hinterher dann wieder. Könntest du jetzt schon wieder direkt rausnehmen und gucken. Die nächsten Aufnahmen sind leider weniger spannend als gedacht. Zunächst sind noch ein paar Fische am Futter und fressen die ein oder anderen Partikel. Dann verschwinden die und merkwürdigerweise tauchen die auch nicht wieder auf. Danach herrscht erstmal Totenstille für längere Zeit auf unserem Futterplatz. Seit wir die Kamera neu platziert haben, lässt das Beißen ziemlich nach. Also gleich nach der Neupositionierung kam wohl ein Rotauge und ich weiß nicht wie viele X-Grundeln bei jedem Wurf ein Treffer. Ich hatte ja den Haken mal kleiner gemacht und ein bisschen flacher gestellt. Aber das hielt dann so 20 Minuten vielleicht und seitdem, das ist jetzt eine Stunde her, ist es wie abgeschnitten. Also gerade beißt gar nichts. Ich kriege keine Bisse, es ist null Aktion. Als Angler ist natürlich die Frage, ob das jetzt einfach daran liegt, dass die Köder nicht wollen oder keine Ahnung, oder ob da wirklich keine Fische sind, das wissen wir jetzt noch nicht, das sehen wir dann später. Meine Vermutung ist, die sind da jetzt gerade nicht. Es kommt die Sonne immer höher, ich dachte vielleicht, es ist insgesamt kalt, kommen die Fische ins Flache, wenn die Sonne höher steht und es ein bisschen aufwärmt, aber es scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Die Fische scheinen nicht mehr im Flachen zu sein jetzt mittags. Tja, müssen wir mal schauen, ob wir noch mal versuchen, ein kleines bisschen tiefer zu angeln. Einfach, ich weiß nicht, auf 3 Meter oder so rutschen. Da können wir natürlich nicht mehr unter Wasser filmen, weil so weit kann ich mit der Warthose leider nicht reingehen, um die Kamera da zu versenken. Aber einfach mal, um zu schauen, ob die Fische da sind. Das könnte man vielleicht gleich nochmal probieren. Ja, interessant. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass dann das Beißen jetzt schlechter wird. Nicht nur das Beißen, es sind tatsächlich kaum noch Fische auf dem Futterplatz. Was am Nachmittag vorbeikommt, sind ein paar kleinere Barsche. Sieht man im Hintergrund, so 3 Stück. Genau auf Augenhöhe treiben auch die Maden vorbei, aber die sind anscheinend keinen Blick wert. Die Barsche schwimmen mal lieber weiter. Was auch immer die da gesucht haben, sie haben es nicht gefunden. Wir packen unsere Sachen jetzt zusammen. Das Angeln wurde jetzt immer schlechter, beziehungsweise hat gar nichts mehr gebissen. Und wie ihr gesehen habt aus den Aufnahmen, dass also auch einfach gar keine Fische mehr da waren zum Schluss. Es scheint tatsächlich so, dass nicht jetzt im Frühjahr an diesem Gewässer Temperatur die wichtige Rolle spielt für Aktivität, sondern die Lichtmenge im flachen Wasser. Sehr, sehr klares Wasser hier und da scheint den Fischen es nicht so sehr zu behagen, wenn im Flachen die Sonne so extrem drauf scheint. Dann rutschen die offensichtlich ins Tiefere, waren auf jeden Fall nicht mehr da, wo wir geangelt haben. Morgens war es noch viel besser, viel mehr Fisch da, nachmittags nicht mehr. Auch eine interessante Erkenntnis. Geht nicht nur nach Temperatur, auch im Frühjahr nicht. Hätte ich so nicht erwartet, aber so ist es halt. Und man fängt immer nur einen Teil der Fische, die da sind. Also kann man davon ausgehen, sind mehr Fische vorhanden, als man so an die Angel bekommt. Gut, ich würde sagen, das wiederholen wir nochmal an einem anderen Gewässer zu einer anderen Jahreszeit, weil das war jetzt ja doch relativ spannend. Das möchte ich auch gerne nochmal mit anderen Fischarten sehen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal.